dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Es ist wieder mal soweit. Folge 19 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es folgt die Nummer 105 aus in der letzten Folge genannten Grundlehren der Logik von Richard Schatt, sag ich mal. Die Gesamtheit der in einem Moment vorhandenen Erscheinungen kehrt in genauer Weise in keinem späteren Fall wieder. Oder es ist unbeweisbar, dass es geschieht. Muss sich demnach eine solche niemals existierende Gleichförmigkeit unserer Beobachtung darbieten, wenn wir die einzig gültigen Verbindungen zwischen Erscheinungen auffinden wollen. So werden wir solche Verbindungen niemals gewinnen und die Welt ist und bleibt das Chaos unverbundener Wahrnehmung, in das der menschliche Verstand vergeblich Ordnung zu bringen sich bemüht. Also, es geht um Ordnung hier, Herrschaften. Es geht um Ordnung und um Sicherheit. Die Paradetugenden des konservativen Denkens. Dieses Chaos unverbundener Wahrnehmungen existiert natürlich nur, wenn ich wenn ich die entsprechenden geistigen Voraussetzungen habe und die entsprechenden Erwartungen habe, ungerechtfertigten Erwartungen. Aus einer objektivistischen Sicht muss dieses Etwas, dieses nicht in Worte zu fassende Etwas, dieses irrationale Irgendetwas, dann zu einem Chaos werden, wenn ich eben die entsprechenden Erwartungen habe. Sind diese Erwartungen nicht da, ist es auch müßig, von so einem Chaos zu sprechen, sondern es bleibt einfach bei diesem Irgendetwas, das an sich unerkennbar ist, aber aus Gründen der praktischen Notwendigkeit, nicht der logischen Notwendigkeit, sprachlich geordnet wird, logisch geordnet wird, im Sinne eines es auf etwas abgesehen haben, geordnet wird und mehr ist da nicht. Dass sich jemand so versteift auf diese Objektivität, da gibt es nur praktische Gründe. Zum einen der Arbeitserleichterung und zum anderen wenn sehr viele Menschen an eine bestimmte Sache glauben, an eine bestimmte Methode glauben, dann erleichtert das auch sehr viel den Umgang mit diesen Menschen, weil man muss sich nicht auf jeden Einzelnen einstellen, sondern kann in einem Aufwasch sozusagen ihre Geister in der gewünschten Richtung binden. Was Schatt hier sagt, ist, dass wir niemals im Sinne von unmöglich, unendlich und dergleichen, eine Gleichförmigkeit, existierende Gleichförmigkeit, Gleichheit, Identität. Wenn man es logisch, exakt, streng, genau nimmt, dass viele, die meisten Menschen es nicht so logisch, streng, genau nehmen, macht praktisch keinen Unterschied, aber eben in logischer Hinsicht ist es ein Fehler, ein Widerspruch. Und wenn das durchgeht, wenn solche Widersprüche durchgehen, dann ist es mit der Nützlichkeit des Denkens nicht allzu weit her.
Das heißt, man liefert sich dadurch die besten Beweggründe für einen ewigen Streit in endlosen Diskussionen um des Kaisers Bart, weil diese grundsätzliche Angelegenheit nicht geklärt ist. Gut, dann nochmal eins weiter in den anscheinend Richard Schott Festspielen hier auf dem Gleichsatzkanal in der Richtung Nominalismus, Abstraktionen, Sprachkritik. Und zwar geht es in der nächsten Nummer 106 um Kausalität. Die Kausale setzt Erklärung die Gleichförmigkeit des Naturlaufsverlaufs voraus. Das ist jetzt nicht gerade ein sinnvoller Satz, aber ich vermag jetzt hier sinngemäß zu ergänzen, die kausale Bestimmung oder Feststellung oder das kausale Wissen oder die kausale Erklärung von mir aus setzt die gleich für, ist auch nicht so wichtig, was da jetzt steht, solange verstanden wird, was hier gemeint ist, setzt die Erklärung der Gleichförmigkeit des Naturlaufs voraus. Diese Geschichte kennen wir von Hume. Nur unter dieser Voraussetzung kann von einem notwendigen Eintritt der nachfolgenden Erscheinungen gesprochen werden. Die Rede sein. Schott erklärt mit Hume, da haben wir ihn hier schon, aber ich habe nicht geschaut, dass die ursächliche Verbindung lediglich vom menschlichen Geist geschaffen ist und nicht in den Erscheinungen selbst existiert. Und das ist eben das Grundproblem all dieser abstraktiven Operationen, dass dadurch der Schein erweckt wird, wie gehabt in den letzten Folgen, dass man es mit einer Realität zu tun hat, wo es sich eben nur um einen Schein handelt, so wie es dem Menschen Kraft, Vermöge seines Sinnesapparates zu erscheinen vermag. Und diese Gleichförmigkeit entsteht, indem Punktkoinzidenzien, wie Karl Popper sagen würde, Einheiten erschaffen, willkürliche Einheiten schaffen, was, wie gesagt, ich wende mich hier nicht gegen eine Kausalität, auch nicht gegen Erfahrung und nicht gegen Allgemeinheit und nicht gegen was du wollen. Es geht hier nur um die logische Gleichförmigkeit und die qua existente Gleichförmigkeit. Erkennbare Gleichförmigkeit, eine gewusste Gleichförmigkeit, das findet nicht statt. Gleichförmigkeit ist eine Aktion eines Verstandes, eines ganz konkreten Verstandes, der dieses Gleich oder dieses Unterschieden erurteilt. Und wenn viele das mehr oder weniger unbewusst machen, dann kann ich dafür nicht krank sein, wie es so schön heißt. Das ändert nichts daran, dass es keine Gleichförmigkeit gibt und damit auch nichts einfach so gegeben ist an Tatsachen. Nichts Positives. Womit ganze Bibliotheken zur Makulatur werden. So ist es einfach. Und jeder, der diese Bibliotheken, die schon Makulatur sind, da noch weiter predigt, labert, Schluss, um das in Umgangssprache zu formulieren. Abstrahiert, der nächste Punkt, abstrahiert wird vom Inhalt. Es entsteht die Form, es ist die Allgemeinheit, ist quasi die Form, wie der Allgemeinbegriff Hund als Form dient für alle möglichen Hunde. Und mit diesem Abbild der Form lassen sich dann Schokoladenhunde gießen, wenn einmal die Form gestaltet ist, und die schauen dann alle gleich aus.
weil sie alle aus derselben Form kommen. Soll aber niemand behaupten, es könnte gewachsene Schokoladenhunde geben. Wird auch niemand behaupten, blödes Beispiel. Ich flüchte mich zur Nummer 108 in Gelb. Jetzt nicht mehr so paradox die letzten Konsequenzen seiner Theorie auch klangen und so sehr die herrschenden rationalistischen Anschauungen widersprachen. Hume hat furchtlos auch die äußersten Konsequenzen gezogen, nicht aus Laune oder Oppositionslust, sondern von der Wucht der objektiven Tatbestände unwiderstehlich dazu gedrängt. Das ist jetzt ein paradoxer Zusammenfall, dass für Hume objektiv feststand, dass die Objektivität beim Teufel ist. Ja, daran fehlt's, an diesen äußersten Konsequenzen. Diese äußersten Konsequenzen waren bei Hume auch nicht vorhanden. Der hat auch gekuscht und seine Tribute gezahlt an die herrschenden Ansichten, was seinen Erfahrungsbegriff dann letztlich ausmachte, war Objektivismus. Bei Kant nicht anders. Hervorragende Analyse, aber dann in den Konsequenzen dann doch sehr zögerlich. Und was wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn Hume bzw. viele seiner Sympathisanten mit größerer Entschiedenheit und größerem Mut zur Konsequenz aufgetreten wären, gerade in Bezug auf das kirchliche Dogma, darf man ja nicht vergessen, auch wenn das in England jetzt etwas anders war, diese Abtrünnigen vom katholischen Papst, alles nicht mehr so autoritär, aber doch noch autoritär genug, um als Ketzer den empfindlichsten Strafen, den peinlichsten Strafen ausgesetzt zu sein. Es war vielleicht noch nicht an der Zeit, aber was wäre der Menschheit erspart geblieben? Hätten Hume und Kant eine radikalere Zerstörung am bisherigen klassischen System der Objektivität ausrichten können, man würde heute die Welt mit anderen Augen sehen. Eine Sicht, die bis auf Weiteres nur auf dem Gleichsatzkanal praktiziert wird. So ist es. Das ist der Stand der Dinge. Exklusiv. War es das schon? Ja, die 108. Dann gleich über zu 109 im Sauseschritt, die Hälfte der Zeit. Gut noch was zu erledigen. In Folge 19 mittlerweile, in Folge 20 wären es 10 Stunden an Material zum Thema Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Die lange Nacht der Abstraktionen mit Chips und Softdrinks, Sitz oder Stirb. Nochmal Georg Rädler. Das Abstraktionsphänomen in der Erkenntnistheorie David Humes, die besonders durch den Begriff der isolierten Abstraktion, der von Hume sehr in den Vordergrund gerückt wurde, dass dieser Objektivismus mit isolierten Begriffen hantiert, möchte man sprechen, in keiner Bezüglichkeit, ohne der Relation auf das Subjekt, entsubjektiviert, isolierte Abstraktion. Ich lese vor, es existiert objektiv nichts, das nur die Merkmale des Begriffs Tier an sich tragen würde. Da war er doch schon mal. Da hat der Vorsortierer geschlafen, sprich meine Wenigkeit. Soll ich das jetzt nochmal, würde mich interessieren, ob es direkt der Wortlaut ist. War man mit dem Tier oder ist es wieder ein Fall von abgeschrieben?
ein Neufundländer, etwas, vielleicht etwas üppüs, etwas abgeändert, egal, und wenn, dann schadet eine, nein, nicht abgeändert, sondern ziemlich Inkongruenz, muss ich nochmal schauen, Inkongruenz verbunden, das war nicht das Tier, hier war es Tier, Einzeldinge, Allgemeinbegriff Tier, eigentümlich, eigentliche Funktion, ja, egal. Also, es existiert objektiv nichts, das nur die Merkmale des Begriffs hier an sich tragen würde. Dieses würde das adäquateste Substrat des Begriffs Tier, wäre das adäquateste Substrat des Begriffs Tier. Ein solches Wesen gibt es nicht. Es gibt in Wirklichkeit nur einzelne Tiere. Jedes Tier zeigt sowohl die Eigenschaften, die ihm als Tier überhaupt zukommen, aber neben diesen allgemeinen Eigenschaften noch besondere. Durch diese besonderen Eigenschaften entsteht die Inkongruenz zwischen Allgemeinbegriff und Einzelding. Adäquate Substrate für die Allgemeinbegriffe, die diesen kongruent wären, gibt es nicht. Um mich jetzt nicht nochmals zu wiederholen, drehe ich die Interpretation jetzt in Bezug auf Otto Normalverbraucher, ich wähle hier bewusst den Allgemeinbegriff, Pauschalbegriff Otto Normalverbraucher, den interessiert sowieso in der Regel der Allgemeinbegriff weniger. Er hat es mit diesen Einzeldingen zu tun und in einer bestimmten Situation, da ist sowieso klar, was gemeint ist, weil eben es sich um einen Gegenstand handelt. Dieses Abstrahieren kommt bei den Normalverbrauchern, also dieser Abstand zwischen dem, was im täglichen Gebrauch ist, und was jetzt, sage ich mal, eine Theorie über das Ganze ist, findet in den wenigsten Fällen statt. Und wenn, dann meistens, wenn es um diese politischen Meinungsbilder geht, was man da für in Bezug auf die Politik, wenn man da seinen Senf dazugeben will, dann hagelt es diese Allgemeinbegriffe. Es hier von Bedeutung. Und es ist insofern spielt es eine Rolle, weil ja Land auf, Land ab das Ideal der Demokratie so gern gepredigt wird. Diese Ansichten der Normalverbraucher in abstrahierter Form, die sind nichts wie Schall und Rauch. Es hat eigentlich nur einen psychologischen Wert, dass sich jemand da seinen Frust von der Seele redet, aber dass es dazu Konsequenzen käme, dass sich das Ganze in einer öffentlichen Meinung sammeln würde, das ist äußerst selten der Fall. Deswegen wundert mich, dass jetzt, dass angeblich in Berlin die Vonovia, diese Gesellschaft mit diesen Haufen Wohnungen da nach zahlreichen Protesten der Bevölkerung sich da gesprächsbereit erklärt hat, was auch noch nichts heißt, aber schon ein Novum wäre, weil ansonsten gehen solche Proteste diesen Gesellschaften, Sie wissen schon, was ich meine, vorbei. Also zu wünschen wäre es, dass hier mehr Reaktionen stattfinden, was diese Demonstrationen angeht, aber die sind eigentlich nicht mehr als Bilder, um
den Nachrichtenstationen da einen Grund zu geben, jeden Tag was Neues zu bringen, was nichts Neues ist, sondern immer nur derselbe Quark in anderen Farben von anderen Akteuren, dasselbe Weltbild vermittelnd, der scheinbaren Objektivität, der Information, wobei die Grundvoraussetzungen des Ganzen, die Zwecksetzung, völlig in der Luft hängen. Das allgemeine Interesse, was das zum Beispiel, diese Abstraktion, völlig ohne Inhalt, niemand weiß, was das sein soll. Es definiert sich nicht an ganz bestimmten Faktoren, Grundrechten, müsste man da anführen, aber inwieweit jemand da seine Grundrechte wahrnimmt, überhaupt Bescheid weiß, was solche Rechte sind, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Gut, jetzt mal weg von der Tiergeschichte. Verbindung Hume und Kant. Kant hat ja verzweifelt versucht, der Apostel, der Rationalitätsapostel Kant, der glaubte, von einem Bewusstsein überhaupt ausgehen zu können. Das heißt, gleichermaßen für alle Menschen ein prinzipiell potenziell geistiges Vermögen, wie 2 und 2 ist 4, jedem Menschen, einzelnen Menschen zuschreiben zu können. Und der hat in seinem Profil, sein wesentliches Motiv seiner Arbeit zur Kritik der reinen Vernunft war ja, den Hume'schen Skeptizismus zu widerlegen. Was ihm aber, wie in der späteren Literatur vielfach festgestellt wurde, leider nicht gelungen ist. Zitat: Hume wie Kant denken sich das empirische Empfindungsmaterial gegeben. Das ist schon mal ein schweres Foul. Darin aber, wie aus den psychischen Bauelementen psychische Gebilde entstehen sollen, hier liegt auch ein Schreibfehler vor, hier müsste das physische Bauelemente heißen. Psychische Gebilde entstehen sollen, gehen ihre Theorien vollständig auseinander. Passive Fantasie und Gewohnheit sind bei Hume die Hauptmotive für die Gestaltung geistiger Gebilde. Kant dagegen sieht im Aufbau psychischer Gebilde aus doch psychischen Elementen. Zweimal der gleiche Fehler. Ja, aus psychischen Bauelementen ist natürlich Unsinn, solche psychischen Gebilde entstehen sollen. Hauptmotive: Kant dagegen sieht im Aufbau psychischer Gebilde aus psychischen Elementen reine Verstandeshandlungen. Das ist jetzt, ich habe immer noch den Verdacht, dass das physisch heißt. Wäre es blöd, wenn ich da irgendwas, einen Sermon zum Besten gebe, der sich dann hinterher auf völlig irrelevanten Voraussetzungen fußend herausstellen würde. Aber wir halten fest, für Kant wie für Hume hat es dieses Erfahrungsmaterial, dieses empirische Empfindungsmaterial gegeben. Da beißt die Maus keinen Faden ab, und das ist ein Irrtum. Dieses Material gibt es nicht. Es ist alles schon geformt. Und dann daraus ist ganz egal, ob das jetzt physisch oder psychisch, es gibt kein physisch in dem Sinn, sondern nur ein vergleichsweise weniger nutzenbezogenes Interpretieren. In der Richtung bewegen sich diese Unterschiede dann, was aus diesem Material gemacht wird. Und es spielt gar keine Rolle, was für Theorien da dann entstehen. Soll ich mir jetzt eine Notiz machen? Rädler 110. Muss ich mich kurz verabschieden. Rädler 110, das muss ich hier jetzt nicht, aber
110. Das muss ich nachprüfen, damit da kein Unsinn steht. Passive Fantasie und Gewohnheit bei Hume, das sind alles diese zufälligen, willkürlichen Tendenzen, die dann da entstehen. Alles andere als Objektivität, die Hauptmotive oder irgendwelche Verstandeshandlungen spielt keine Rolle. Es ist alles gemachtes Zeug, produziert und nicht erkannt und als solches vorgefunden. Das ist der Punkt. Und dann ist die Frage, nach welchen Kriterien werden diese Begriffe gebildet? Verstandeshandlung allein, das reicht da nicht aus. Da müssen dann irgendwelche Interessen her, Motive her, auf was das hinauslaufen soll. Und dann ist die Frage der Rechtfertigung und dann erst dann ist eine vernünftige Diskussion. Alles andere ist Schwachsinn, Blödsinn, sinnlos, Zeitverschwendung. 90% der geistigen Ressourcen liegen brach, muss ich sagen. Sprich, 90% des geistigen Materials, das da unterwegs ist, ist Schwachsinn. Und zu diesen restlichen 10% halte soeben das Zeichen, dass meine Zeit abgelaufen ist. Zu diesen restlichen 10% rechne ich Kraft meiner übermenschlichen Schauvermögens, den Gleichsatzkanal und die Gleichsatzzeiten und alle die Menschen, die erkannt haben, welches Juwel hier auf diesem Planeten weilt, peace and out.